Ja, wenn, dann würde ich ab den. Wie gesagt, ich habe den. Boah, bis welchem Doktor habe ich geguckt? Gibt es irgendwo eine Seite, wo man sieht, welche Doktoren es alles gab? Das spoilert mich eigentlich ziemlich. Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Bis welche Staffel habe ich geguckt? Ich habe, glaube ich, zwei Staffeln geguckt. Glaube ich. Tu's nicht, please. Okay. Ich nenne sie immer gerne Bildschirmschonerfliegen. Das ist cute. Wer ist da denn wieder am Lachen? Ist da der Kartograf? Ich war abgelenkt, tut mir leid. Eins wäre da mit der alten Serie noch. Also... Ich habe angefangen bei... Ja, Staffel 1 war ja irgendwie 1917 oder 70 oder so, ne? Ich habe angefangen bei, so einem Typen, der wie so ein Buzzcut hatte. Und Rose. Und The Big Bad Wolf, so auf so einem, auf der TARDIS hieß das ja, glaube ich. Das ist 9? Okay. Chris Ecclestone. Okay, dann gebe ich mal einmal kurz Chris Ecclestone ein. Eccleston, wie auch immer. Ja, genau! Ja! Ja, genau. Damit habe ich angefangen. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr lebhaft an die Moisturize Me-Folge. An die erinnere ich mich sehr, sehr lebhaft. Ich habe auch heute noch Albträume von dem Scheiß. Sag mal, wie freut er sich hier drin? Sag mal. Das bin ich in der Badewanne. Wer bist du? Du hast mich überrascht. Hallo, hallo. Komm rein, Schätzchen. Komm rein und fühl dich wie zu Hause. Ich bin Salubra. Talisman-Liebhaberin. Und das hier ist mein gemütlicher kleiner Talisman-Laden. Haben dir die Stadtbewohner gesagt, du sollst zu mir kommen? Ja, das hier ist ein reizendes kleines Dorf, nicht wahr? Warm und vertraut und voller Leben. Worüber sprachen wir doch gleich? Ach ja, Talismane. Talismänner. Das heißt Talismänner, Freunde. Ach ja, Talisman. Wie ich sehe, hast du bereits deine eigene Sammlung begonnen. Sehr schön. Ich zeige dir ein paar von meinen und wenn du willst, kannst du einen mit nach Hause nehmen. Oh. Hallo. Hast du je diese blaue Flüssigkeit Lebensblut getrunken? Es ist eine Art Tabu, aber man fühlt sich danach sehr viel gesünder, nicht wahr? Lebensblut durchströmt diesen Talisman, der sicherlich deine körperliche Verfassung verbessert. Dieser Nagel, den du trägst, ist hinreißend, aber denkst du nicht manchmal, er könnte etwas länger sein? Na los, nimm diesen Talisman mit nach Hause. Plötzlich werden deine Gegner in Reichweite sein. Alright. Ich liebe die einfache Gestaltung von diesen kleinen Dingen. Sehr stilvoll. Es ist außerdem aus einem guten, soliden und schweren Metall gemacht. Wenn du es trägst, kannst du beim Schwingen deines Nagels standfest an einer Stelle stehen bleiben. Okay. Bist du ein Zauberer? Du kleine Halunke. Ich nehme dich nur auf den Arm. Solltest du irgendwann Zauber lernen, dann solltest du dir diesen Talisman kaufen. Ich habe gehört, er macht Zauber viel stärker. Der Kristall in seinem Inneren ist hübsch, nicht wahr? Exquisit sogar. Ich habe gehört, dass Kristalle einem helfen können, sich zu fokussieren. Wenn so etwas also interessiert, solltest du diese Schönheit mit nach Hause nehmen. Okay, die kann man später erst kaufen, wenn wir mehrere Talismane haben. Ich finde das mit dem langen Nagel, ehrlich gesagt, sehr interessant. Den kaufen wir. Das war's aber auch erstmal. Nee, auf Dailymotion sind die Folgen dann auch nur hochgeladen von irgendwelchen Leuten, die das Copyright der Serie nicht besitzen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, boah, ist das lang, aber ich habe das ja noch nicht mal angelegt. Was war denn der erste, der jetzt gerade bei uns zwei in Anspruch genommen hat? Der hier. Erhöht die Menge an Seelen bei einem Nageltreffer beim Gegner. Ja, den können wir erstmal weglegen, glaube ich. Je nachdem, ob das jetzt wirklich einen großen Unterschied macht. Oh, Oro, du Tölpel, du führst deinen Nagel wie eine Keule. Esmi, wie viel tiefer müssen wir gehen? Oh, was? Wer bist du? Verstehe, dieses alte Dorf, was für ein eigenartiger Traum mich hier hinuntergeführt hat. Wenn du mich nicht gefunden hättest, wäre ich wohl nie erwacht.
Ich bin Sly. Normalerweise führe ich ein eintöniges Leben oben in Mistmund. Die Luft in diesen Ruinen bekommt mir nicht, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wenn du wieder oben bist, komme ich besuchen. Ich bin wahrscheinlich der freundlichste Genosse da oben. Und ich will mich noch richtig bei dir bedanken. Was für ein Süßer. Diese Synchro ist perfekt. I was born with a talent. I was born with one talent. Sly und sein Nagel, Alter. Ich sehe Charakteren in die Augen und ich weiß, wie sie reden. Brain Senpai. Schöner Name. Mein Tag war super. Ich hoffe, deiner auch. Wo sind wir denn gerade? Dort. Stimmt, es ging noch irgendwie mit dem Fahrstuhl nach unten, aber den konnten wir nicht aktivieren. Du hießt mal Yoyoshi. Oder Yoyoshi. So, so. Do you remember? I remember. Ist immer schwierig zu fragen, ob man sich erinnert. Es tut mir immer weh, wenn ich das dann nicht direkt weiß. Don't hate me. Man muss irgendwie von links da, glaube ich, reinkommen. Werden wir finden den Weg. Erinnerst du dich an Johnny Winchester? War das nicht dein Synonym mal? Ja! Siehst du. Crazy. Alter, ich bin absolut perfekt gesprungen. Wäre ich eine Sekunde später gesprungen, wäre ich verreckt. Wild. Good old fanfictions. Bring it back. Ich hab einen Discord-Server, ja. Ausrufezeichen Discord. Ah. Da kann jeder gerne drauf kommen. Hier unten sind wir nämlich noch nicht lang gegangen. Warum ist hier so eine Goldgrube? Man kriegt nicht einfach so Geld in diesem Spiel. Warum sollte man das kriegen? Guck mal, hier kamen wir nämlich sonst nicht lang ohne den Dash. Das heißt, das klingt so, als wäre das hier gerade der richtige Weg. Ja, wenn wir eine andere Attacke noch hätten, dann können wir da durch. Pilzöde. Auf jeden Fall erstmal die ganzen Gegner hier kennenlernen, wie die funktionieren. Eieiei. Bin ich gerade fast wieder runtergesegelt, ey. Hey! Da liegt einer tot auf dem Boden. Pilze sind schon öde. Wow. Ausruhen. Ah,
Versuch nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hast du viel Geo eingesammelt? Gib mir Geo, dann zeige ich dir etwas Nettes. Beinfresser. Alright. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh hier. Willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausche ich sie für mehr Geo. Mehr Geo. Das hier ist sehr wertvoll. Ein wunderschöner Talisman. Ich habe ihn für dich gemacht. Wenn du ihn hältst, wirst du dich viel besser fühlen. Wenn du Angst davor hast zu sterben, brauchst du diesen Talisman. Ein ganz, ganz besonderer und wertvoller Talisman. Möchtest du mehr Geo finden, dann halte diesen Talisman und geh jagen. Bring anschließend das Geo, das du findest, zu mir. Du bist schwach, oder? Dann solltest du mir Geo geben. Wenn du das tust, gebe ich dir diesen Talisman, den ich hergestellt habe. Er wird dich stärker machen. Deine Feinde und alle anderen auch werden dich endlich fürchten. Steht alles auf dem Discord beschrieben. Wenn du auf den Discord kommst, steht da direkt, was du tun musst, und da steht das. Den Rang kriegt man nicht direkt. Den Rang kriegt man nur, nachdem man die Regeln akzeptiert hat. Steht aber alles in der Welcome, im Welcome-Channel. Fragiles Herz finde ich gar nicht mal so verkehrt. Weil das werden wir vielleicht irgendwann mal brauchen, um mehr Leben zu kriegen. Und dann hauen wir jetzt erstmal von hier ab. Ach ja, wir haben von hier ja noch keine Karte. Wir müssen hier noch eine Karte kaufen. Ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr merkwürdiger Ort. Meiner Meinung nach. Abit Frick. Wer bist du denn? Das bist du auch ein bisschen jetzt selber schuld. Ich habe damit nichts am Hut. Das ist einfach Waluigi. Das ist einfach Waluigi des Hollow Knight. Hey, Cashy. Der ist einfach gegen die Wand gelaufen. Gott, der Arme. Hallo. Oh. Du spielst bis jetzt echt sehr souverän. Ja, das kommt noch, keine Sorge. Das hat mir Angst gemacht. Nee. Haha! Mit den eigenen Waffen geschlagen! Du Dödelmann. Hey, Electrical. Warum riecht das hier so nach Bossfight? Warum bin ich mir sicher? Wir gedenken des Ältesten. Bin mir doch nicht sicher. Komm, geh zu ihm, geh hier hoch. Idiots! Oh. Ich wollte dich nicht hauen. Klaff. Okay. Aha! Die winzigen Schritte einer winzigen Kreatur. Du siehst wie ein Abenteurer aus, also haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten, ja? Nun, da bist du auf dem richtigen Weg. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm in der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagt sie, und mich dürstet es förmlich nach einem richtigen Kampf. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich tue mein Bestes. Ich hab nicht geplant zu sterben.
Jo, wie witzig ist das denn? Biu. Kann ich kurz sagen, dass ich nicht wusste, dass es möglich ist, dass die Pilzbomben sich selbst killen können? Ich bringe sowieso, es ist bei Zelda schon aufgefallen, vielen Leuten bei ihren Lieblingsspielen ganz neue Dinge bei. Well, that... Das gehört nicht zu den Dingen, die ich beibringe. Na? Das streichen wir von der Liste. Okay, eine Abkürzung. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hin will, deswegen, ich will erstmal hier nach unten gucken. Ah, du bist nicht befreundet. Ciao. Alter, macht der einen Pupsduft, ey. So, auf Gift steht ihr schon alle, ne? Hey, Hornet! Ei! Okay, wir haben Hornet getroffen. Erneut. Ich bin gerade auf Hornet draufgefallen, ja. Didn't want to hurt you, Hornet. Hier endet der Pilgerweg, das Herz von Heilands Nest. Liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit? Ja. Ja, da werden wir noch nicht durch können. Da haben wir noch nicht die Fähigkeit für. Bist du gerade auf Hornet gefallen? Ich finde die Frage auch einfach sehr, sehr witzig. Die sind einfach nur sehr widerspenstig. Wo geht's hier hin? So. Das war wild. Also, ich vernehme von dem Gespräch, was ich eben gerade angefangen habe und worüber ich dann selber nie mehr weitergeredet habe. Doctor Who gucken, kaufen, um zu gucken. Soweit ich weiß, ist mein Papa aber auch riesiger Doctor Who-Fan. Der hat sich alle Staffeln reingezogen, weil er das total interessant fand. Wahrscheinlich hat er sogar schon alles auf Blu-ray oder so. Ich muss den mal abhitten. Ob er mir das zur Verfügung stellen mag. Ich habe eine Stunde gebraucht, um da hochzukommen. I'm sorry. Aber ich bin auch ein verfluchter Nerd, der ganz viele Videospiele spielt. Ich höre den Kartografen! Baby, where are you? Ja, Blätterchen. Der ist aber unten, oder? Doch, der ist hier! Ja. Come to me! Mein Kartografo Frento.
Station der Königin. Moin. Quirrell, was für ein Erlebnis. Ich hatte nicht erwartet, nach diesem nebligen Abstieg auf eine solch große Hirschkäferstation zu treffen. Die Käfer von Highlands Nest müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein, wenn sie so tief in der Wildnis solche großartigen Bauwerke errichten konnten. Die gefährlichen Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den Weg hierher gefunden zu haben. Der ideale Ort für eine kurze Rast. So klingt es auf jeden Fall hier. Sehr entspannt. Auch wenn hier ein paar tote Kadaver rumliegen.